Hallo in die Runde, ich nehme euch mal mit. Ich habe dir versprochen, dass wir mal eine Runde gucken. Da ist ein Backhaus und da ist der Ofen. Ja, der ist riesig. Und für die, die keinen Gas mehr haben und bald auch keinen Strom mehr, weil die Grünen nur noch Schabernack treiben mit unserer Energie, denke ich mir, die werden dann hier Schlange stehen. Wir haben hier so ein großes Areal im Naturschutzgebiet, unser Dorfplatz, hätte ich beinahe gesagt. Hier feiern wir auch mal kräftig. Naja, die werden sie denn hier anstellen. Der Ofen ist noch ein bisschen warm vom Wochenende, denn immer zum letzten Wochenende im Monat wird gebacken. Für die Bevölkerung, für den Obolus, weiß ich nicht, 2 oder 3 Euro, kann man hier sein Brot, seinen Kuchen reinschieben. Und dann ist es gut. Unter vernünftige Aufsicht. Der Forstrat, der heizt, und der Bäcker, Geselle, der ehemalige oder Bäckermeister, der passt auf, dass das nicht anbrennt. Naja, so. Und dann musste ich heute mit Entsetzen feststellen, von der froschfarbenen Politik, da hat einer festgestellt, wie hat er gesagt, also bei manchen ist es ein Schwelbrand und bei manchen brennt schon die Hütte. Richtig. Das war der Wirtschaftsminister und Klimafuzzi von den Froschfarbenen. Er ist derjenige, der daran Schuld hat, dass überall der Busch brennt. Also nicht nur der Busch und die Hütte, das brennt überall. Leute, also mein Kollege, vorher 78 Euro bezahlt und jetzt soll er über 500 Euro Abschlag im Monat zahlen. Sagt mal, hackt das? Ne? Keine Ahnung, richten ein Land zugrunde? Tja, was soll man dazu sagen? Und jetzt kriegen wir auch kein Gas mehr, weil, man munkelt ja, sogar der Dosenjürgen von den Froschfarben hat festgestellt, das kann ja bloß ein Sabotageakt gewesen sein, dass man Nord Stream 1 und 2 plötzlich Löcher haben. Denn deutscher Stahl hält ja wohl länger, so hat er sich ja ausgedrückt. Und zufällig ist ja auch die amerikanische Flotte durch die Ostsee an Fehmarnbelt vorbei und in Richtung da hinten hin, Richtung Botnischen Moor, Meerbusen und wie sie alle heißen da oben, die Ecken von der Ostsee. Und die sind ja plötzlich an der komischen Insel vorbeigeschwommen. An der Schleiferinsel Bornholm. Ja. Und ich will nicht sagen, jeder kann sich seinen Teil denken. So. Die nächste politische Sache war, ach, dann hat ja der von den Schwarzen, der eigentlich schon mal bei Selenskyj war und jetzt festgestellt hat, dass ja die Ukrainer alle Sozialschmarotzer sind, die hierher kommen mit dem Bus. Und nur die Kohle abgreifen und wieder zurückfahren. Muss sich dann natürlich in den von den Froschfarmen heute doch mal äußern, dass das ja nicht geht und das kann doch nicht alle sein und das darf man nicht machen und hier rudert zurück, die Grünen haben wieder recht. Was sind wir für eine, was haben wir hier überhaupt von Deutschland, was haben wir noch für eine Politik? Nur noch Weicheier, kein Arsch in der Hose und kein Wissen? Apropos kein Wissen, kann ja nicht sein, wenn sie alle nicht zur Schule gewesen sind. Doch, Baumschule, was gibt es denn noch? Ach naja, also klatschen, tanzen. Ja, rechnen und so, fällt aus, können sie nicht. Aber es gibt auch welche, die multitaskingfähig sind bei den Froschfarben. Die können klatschen und tanzen gleichzeitig. Und dann war wieder einer, mein spezieller Freund von den Froschfarben, den Hühnerwestenverkäufer. Als alleiniger Landwirtschaftsminister in der EU hält er an dem Bestreben fest, die Pflanzenschutzmittel in Deutschland um 50% zu reduzieren. So frage ich mich, die haben wir nur geschafft, dass wir in etlichen Gebieten, also in 60% der Gebiete, gar keine Pflanzenschutzmittel mehr einsetzen dürfen. Dünger haben wir nicht mehr, weil Yara Frankreich hat zum Beispiel die Produktion eingestellt, weil das einfach finanziell nicht mehr tragbar ist. Biesteritz, die Bude macht nur noch AdBlue und wie heißt das andere Zeug? Ach, Kohlensäure, dass wir ein bisschen was Sprudel noch haben. Ja. Und er stellt sich hin, nein, also er hält an dem Ziel fest, 50% der Pflanzenschutzmittel einzusparen oder zu verringern. Wenn ich jetzt zusammenzähle, dass wir auf 60% nicht mehr arbeiten dürfen und dann den Rest bloß noch mit 50% bewirtschaften sollen, die Kollegen, würde ich sagen, ist der Ausgleich von meinem Ertrag, der 50% ausgemacht hat in diesem Jahr von den konventionellen Kollegen, nächstes Jahr nicht nur bei 75, da ist es denn schon so bei 85%. Und danach, das Jahr, wird es sich alles angeglichen haben. Ach, dann wird aber einer stolz sein.
der mit den Hühnerwesten, dass er ohne Zwang alles geschafft hat, alle Bauern in den grünen Pfad der Tugend zu schicken. Also, ich bin ja gespannt, was heute für Kommentare kommen. Mir hängt es bis zum Hals raus mit dieser Politik. Und nicht nur mir, das geht auch Leuten so in Plau, Vogtland, Neubrandenburg, Schwerin war gestern, Magdeburg waren gestern Leute unterwegs. Die Ossis kennen das. 89 fing das auch so an. Montagsdemos hat man das genannt. Alle friedlich, keine Gewalt, jeder hat seine Parolen gerufen und alle sind so ruhig durch die Stadt. Und irgendwann kam der Ruf, wir sind das Volk. Denkt mal zurück an die Zeit und die, die da noch nicht geboren waren, können sie das von den Alten ablauschen. So hat man damals friedlich einen Staat beiseite gebracht und ist in den nächsten Staat übergegangen. Jetzt sind wir Deutschland. Früher waren es zwei geteilte Staaten. Jetzt können wir nicht mehr teilen, wollen wir auch nicht, aber wir wollen eine Politik, die uns alle satt und zufrieden macht und nicht so einen grünen Plunder, wie wir jetzt haben. Der Bauer aus der Mark.